Ralf, denk, Paris-Roubaix war so ein bisschen die große Hoffnung am Ende der Pflaster-Klassiker-Saison mit Nils, jemand, der schon auf dem Podium stand, dass man ja vielleicht doch noch ein richtig gutes Resultat mitnehmen könnte aus der Pflaster-Klassiker-Saison. Das ist heute nicht gelungen. Schon eine Erklärung, was schiefgelaufen ist heute? Ich habe jetzt noch nicht mit allen Rennfahrern gesprochen, aber so von außen einen Blick aufs Rennen war mir einfach nicht gut genug. Wobei Jonas Koch ja in der Gruppe mit dabei war und auch einen starken Eindruck gemacht hat. Was fehlte, war dann einfach, dass Nils in der Gruppe mit Van Aert, Van der Poel und Co., als die am Avelui weggefahren sind, mitgehen kann. Der Mannschaft sollte man zuerst mal ein Kompliment machen, dass sie wirklich aufmerksam gefahren sind, vor allem im ersten Drittel des Rennens. Aber wann es dann losging, die Sektoren vor Arnberg, die waren eigentlich angesagt, dass hier schon der erste kritische Punkt sein wird. Da war man einfach nicht mit Nils und Marco Haller nicht auf Augenhöhe, dass wir hier den entscheidenden Move machen. Nach Arnberg sind ja dann noch ein paar Fahrer aufgeschlossen. Auch hier hat man dann quasi gepennt oder eben war nicht gut genug. Und somit war das Rennen eigentlich nach Arnberg schon vorentschieden. Welchen Eindruck hat man da als Sportdirektor, wenn man das Rennen so verfolgt? Ja, klar hofft man immer mehr und man hat ja hier schon große Erfolge gefeiert 2018, und aber nicht jedes Jahr ist gleich, und wir werden wiederkommen und werden wieder weiterfighten. Wie wichtig sind dann die Siege, die parallel im Baskenland eingefahren worden sind, wenn es jetzt bei den Klassikern hier nicht so richtig rund lief? Ja, wir haben uns schon, sage ich mal, die ganz große Disziplin-Gesamtwertung bei den großen Rundfahrten auferlegt. Das ist natürlich das Schwierigste. Und da hatten wir jetzt im Baskenland diese Woche mit Sergio Higuita und mit Ide Schelling zwei tolle Siege eingefahren. Also die Mannschaft steht jetzt nicht ganz so schlecht da. Aber hier bei den Klassikern hätten wir uns vielleicht schon ein Stück mehr erwartet. Danke.